Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 220. Tja, beim letzten Mal haben wir ein Horn erbeutet von Faroda. Ja, was soll ich sagen? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne? Oder ein Horn. So, okay. Setzen wir das doch gleich ein. Na, zögern gar nicht lange. Reden wir. Lieblingsspiel hier. Fast ertrunken, ja, kein Wunder, wenn du da in deinem Planschbecken da immer wieder untertauchst. Verstärken bitte. Für welche Rüstung brauchen wir das denn? Ich weiß es nicht mehr. Natürlich nicht. Gelbes Schleimgelee. Also die können wir auch noch weiter aufbessern. Hier brauchen wir auch nur Schleim. Wo brauchten wir denn Farodas Horn? Maldora, Moblin Herz, da habe ich ja etliche. Da können wir eigentlich auch weiter ausbauen, ne? Boah. Leuchtsterne haben wir auch ganz viele. Ja, mach mal. Wenn wir schon dabei sind. Könnt ihr uns das nicht ersparen? Das ist so unnötig. Wüstenschultern, Freewüste, nee. Das muss ich nicht ausbauen, oder? Ich meine, kann ich, ja, aber. Ich meine, ich werde jetzt mich eh nicht mehr länger an der Wüste aufhalten, denke ich mal. Außer da taucht noch ein Drache auf. Ja, ich überspringe das schon für euch, dass ihr euch das auch nicht antun müsst. Ich meine, das ist ja ganz niedlich so, ne? Beim ersten Mal ist es noch witzig. Aber spätestens nach dem 20. Mal nutzt es sich so ein bisschen ab. Ornigewand. Oh, da haben wir auch etliche Teile. Oh, komm, bauen wir das auch mal aus. Ne? Oh, ich dachte gar nicht, dass diese Hitzeschutzrüstung, ne, dass sie so schwach ist. Also nicht jetzt das Wüstengewand, sondern hier die... Die sehe, genau. Die Antifeuerrüstung, genau, so heißt sie. Löschechse. Dafür braucht man Löschechsen. Alles klar, Leute. Na, die werde ich auch tragen. Ja. Eventuell Zitterfrucht. Oh. Zitterfrüchte habe ich keine mehr. So gut wie keine. Also ich denke mal, nochmal aufrüsten damit geht nicht. Nicht verstärkt. Also es ist gar nicht verstärkbar. Oder nicht mehr verstärkbar. Das könnte nicht sein, dass es deswegen ausgeblendet wird. Nee, die scheint gar nicht. Also es ist wirklich nur ein Gewand. Keine Rüstung. Genau, sonst würde es da stehen. Hier brauche ich zwei Leuenherzen, ne? So war es. Genau. Ich brauche nur Leuenherzen, denke ich. Dann kann ich ja alles ausbauen. Ei, da brauchen wir ja für alles. Okay. Auch für den Helm? Ja, für den Helm braucht man Leuenherzen. Und für die Rüstung an sich. Ne, die ist schon ausgemixt anscheinend. Weil wir ein Leuenherz hatten, genau. Aber den Rest will ich ja auch noch verbessern, ne? Isolierrüstung, ja, könnten wir auch noch weiter. Brauchte ich denn hier das Farodra? Horn. Weiß ich gar nicht mehr. Hierfür? Nee. Hornsplitter. Zwei brauche ich. Nein! Nein, ich brauche zwei. Oh Mann. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Denn immerhin springt es fast auf das Doppelte der Rüstung. Also das ist natürlich nicht schlecht. Ach, Winterwarm ist noch nicht verstärkt. Oh, okay. Bockblinherzen. Wow, da dachte ich, ich hätte ihn noch. Das Hühegewand. Boah. 15 werden benötigt. Das ist auch viel. Gut, zum Glück haben wir doch sehr viel davon. Aber ein Bockblinherz habe ich so gut wie gar nicht. Erstaunlich.
Ah, hier kann man leider nicht lernen, wie beim Jäger, ne? In Kingdom Come. Dass man die ausweiden kann. Ah gut, was soll's, ne? Also, Aldora Herzen habe ich sogar. Wow. Leuchtanzug, nee. Brauche ich ja eigentlich auch nicht, oder? Was bringt mir überhaupt die Leuchtrüstung? Leuchtet im Dunkeln, oder wie? Ja. Anscheinend. Boah, dann ballern wir hier noch ein bisschen was rein. Ich habe das Gefühl, die werde ich gebrauchen können. Ah, dann baue ich die Rüstung aus, die wir effektiv nutzen, ne? Wahrscheinlich bekäme man ein Achievement oder so, aber ich habe hier irgendwie keine Achievements bei dem Spiel je erreicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier auch gar keine Achievements. Ja, genau, die war ausgemixt. So, die Hose war auch. War die nicht auch ausgemixt? Ich glaube ja, ne? Wo ist denn die Hose? Ich sehe die so schlecht. Leuen, auch da. Leuenherzen ohne Ende. Das Reckengewand, Verroderer Herz. Hm. Ich meine, mit. Dann können wir auch nur eine Stufe, ne? Oder haben wir eine Stufe schon verstärkt? Nee, ne? Ich glaube, das war so der Ausgangszustand. Sehr witzig. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja. Obwohl wir jetzt schon einen Hornsplitter haben, dann holen wir uns noch einen. Ja, vielleicht haben wir ja nochmal so ein Glück. Na gut, die Leuenherzen brauche ich sowieso. Aha. Egal. Schade. Was war das für ein Geräusch? Quatsch, war schon richtig. Dann beamen wir uns nochmal zu dem Stall an dem See. Genau hier. Ja, probieren wir es nochmal. Wenn man schon noch die richtige Rüstung tragen, na, was soll's. Dann können wir es auch nochmal versuchen. Nochmal mit Frau Rodra aufnehmen. Und dann braucht man vier, passt auf. Vier Hornsplitter oder sowas. Seltsam, dass man von dem Elektrovieh für das Reckengewand die Hornsplitter braucht. Macht doch keinen Sinn. Für die Elektrorüstung, ne? Für die Isolierrüstung, da hätte es Sinn gemacht, ne? Weil, ja. Eine Schutzzeit gegen Elektrizität, ne? Der hat da zumindest irgendwas mit Elektrizität zu tun. Aber Dreckengewand ja nun überhaupt nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwie hier besondere Eigenschaften hätte. Es ist halt das Reckengewand, ne? Das typische Gewand von Link. Bis morgens war das ja. So, mit Öl. Hä? Oh, ist noch so dunkel. Naja, kein Wunder, ist ja auch erst 5. Ja, meine Flasche ist leer. Wo kriege ich denn jetzt eine neue her? Cola ist alle. Ich trinke gerade Mate-Cola. Total lecker irgendwie. Natürlich bevorzugt aus Glasflaschen. Aus Plastikflaschen schmeckt mir Cola irgendwie nicht. Kann Einbildung sein, aber seitdem ich Cola aus Flaschen kenne, trinke ich sie nun aus Flaschen. Schmeckt irgendwie anders. So, nicht, dass ich jetzt Plastik rausschmecken würde oder was, aber das ist natürlich Quatsch, aber es schmeckt anders. Kann das schwer beschreiben, ehrlich gesagt. Ah, ist da hinten nicht auch einer? Ein Drache? Sieht so aus, ne? Könnte aber auch dieser komische Brodem sein, ne? Das Miasma davon von Ganon. War der richtige Platz hier oder? Ne, hier. Hier, glaube ich, war das.
Genau, da können wir die Zeit kurz einfrieren, wenn der Aufwind kommt und wir schießen. Das haben wir gelernt. Ich glaube, das ist auch eine gelernte Fähigkeit, ne? Die hat man, glaube ich, nicht von Anfang an gehabt. Bin mir aber da auch nicht mehr so sicher. Der Anfang des Spiels ist lange her. Wann ist es rausgekommen? 17? 2017? Boah, Gott, ist das schon wieder lang her. Ja, ja, ist bloß das Miasma da. Das Schloss ist ja fast Quarkendrache. Sah nur so aus. Na, nun komm. Will ich aufs Korn nehmen. Bevorzugterweise dein Horn will ich aufs Korn nehmen. Jetzt kommt er hier dann. Oh, ne? Nee, nee, das war doch hier. Was passiert? Bin ich ertrunken? Hä? Ach so, nee. Ja, doch. Doch, da hat das was abgesondert. Wir haben was getroffen, Leute. Juppie. Juppie. Nee, Juppie sagt, ne? Sagt man Juppie? Nee. Und Juppie ist besonders. Yay. Auf jeden Fall haben wir was getrunken. Oh, Entchen. Wie süß. Japanische. Oh, was ist denn das? Das ist ein Monster. Exalfo. Oh, der ist. Der, er denkt, er wäre super geplant. Ein Zahn haben wir getroffen. Oh, wir haben Zahnarzt gespielt. Na, vielleicht brauchen wir die Zähne auch nochmal. Gut. Oh, wie geil hier das Wasser aussieht. Haben sie das. Das kommt mir so vor, ne? Als hätten sie das verbessert. Das sieht wirklich hier fantastisch aus. Karte wollte ich. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt gewesen. Ja, probieren wir es nochmal. Ja, wir müssen hier doch ein bisschen näher dran lassen, aber dann lässt irgendwann der Aufwind leider nach, ne? Das ist das Problem dabei. Aber ihr habt es ja gesehen, soweit konnte ich nicht schießen. Aber ich habe immerhin scheinbar seine Schnauze erwischt. Das kann man bei Drachen sagen, ne? Das ist eine Schnauze haben, ja. Ich glaube ja. Ja. Hat Link mal ein bisschen Zahnarzt gespielt bei Forodor. Was der Zahn bringt, ich weiß nicht, Leute. Vielleicht braucht man den ja auch für eine Waffenerweiterung. Denke ich mal ganz gut, den Zahn zu haben. Besser ist, wenn man ihn nicht hat, ne? Weil die sind bestimmt auch sonst schwer zu bekommen. Und zur Not kann man die immer noch verkaufen. Also, anyway. Natürlich nur an den Höchstbietenden, ne? Ganz klar. Vielleicht gibt es ja hier so eine Auktion für Drachenteile. Ich drücke um die falsche Taste. Ich lerne es noch nicht mehr. Also das Spiel ist bald vorbei und ich habe es noch nicht gelernt. Hoffentlich kann ich das trotzdem schaffen. Eieiei, den Endkampf bestehen. Er ist ja jetzt ein bisschen leichter, dadurch, dass wir die vier Titanen schon geschlagen haben. Ne? Dürfte das nicht mehr ganz so schwer sein. Ich bin ganz schön reich, ja. Kein Wunder, hab auch die ganzen Diamanten verkauft. Ja. Schande auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt. Aber die muss es ja auch irgendwie geben. Ne? Gibt es bestimmt irgendwo in Gerudo eine Mine. Und da kann man die farmen. Bin ich mir relativ sicher. Es gibt auch Glitches, ja, ich weiß, aber. Ich weiß nicht, ob sie die mittlerweile weggepatcht haben, aber dann fühlt sich das Ganze auch an wie. Ja, Fake. Das ist ja okay, ne? So ein Glitch. Gut, andererseits kann man auch sagen, ich habe mir Zeit erspart, ne? Ich weiß nicht. Ist das Cheaten, wenn man sowas macht, so einen Glitch ausnutzt? Gab's ja damals bei Demon's Souls auch. Da gab's auch so einen Glitch. Konnte man Gegenstände verdoppeln, duplizieren. Boah. Zum Beispiel Seelen, Boss-Seelen, so, da hat man natürlich im Nu eine stattliche Anzahl an Seelen gehabt. Also haben das viele Spieler denn geschafft, natürlich wahnsinnig stark zu sein. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, da gab es auch eine Levelbegrenzung, ne? Da ist natürlich sonst keiner hingekommen. Außer die 700er Charaktere, ich glaube, es ging dann bis zu Level 733 oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau.
Das war das Maximallevel. Da konnte man dann wirklich alle Attribute ausmaxen, denn, ne? Ja, gut. Macht vielleicht einmal Spaß, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber auf Dauer natürlich nicht, ne? Wenn man dann wirklich alle Gegner einfach mal so niederstreckt, ohne Probleme. Und Demon's Souls ist ja mal nicht das schwerste Souls-Spiel, ne? Sei denn, man möchte die Drachen dann relativ leicht bezwingen. Ich habe jedenfalls wieder was getroffen. Das ist doch gut. Wo ist denn das hingefallen? Das Teil. Also ich habe ihm was abgeschossen. Aber wo ist es hin? Ach da. Hä? Wie geht das durch den Wind oder wie? Scheinbar. Das wird wirklich kein Horn gewesen sein. Obwohl, beim letzten Mal habe ich das auch gedacht. Dann war es dann doch ein Horn. So vielleicht wie eine Schuppe oder so. Ja, die Mucke ist schon cool. Da, episch. Ein Zahn mal wieder. Huch, hat geschossen. Ihr Schweine. Ja, ich habe auch zu spät geschossen und dann war der Aufwind weg. Ich dachte, ich kann den Aufwind kurz mitnehmen, aber nein. Ah, man muss halt das richtige Teil nehmen, ne? So, so geht's aber auch schnell mit dem Farm. Noch ein Zahn. Ja, man braucht immer zwei, ne? Zwei Bestandteile in der Regel. Für die nächste Stufe dann noch mehr. Ja. Eieiei. Was mussten wir hinblättern damals bei der Fee? 10.000, ja. 10.000 Rubine. Die ist doch nicht ganz sehr geil. Die gute. Je älter, desto gieriger, würde ich mal sagen. Auweia, ey. Zumindest für die Feen gilt das, ne? Viele Menschen werden ja eher großzügig im Alter, ne? Denken sich, oh mein Gott, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was soll's? Hier, Junge, hast du einen Zehner. Obwohl, die haben noch ganz andere Wertvollstellungen, ne? In ihren Augen sind zum Beispiel 5 Euro sehr viel Geld. Ist es heutzutage aber nicht mehr. Will die Oma dem Enkel vielleicht was Gutes tun? Schenkt ihm 5 Euro. Und der sagt, dafür kriege ich ja gerade mal eine Staffel Schokolade. Na gut, die von Lind natürlich, ne? Mit dem nur echt. Mit dem Maschinenölzusatz. Okay. Die sah ein bisschen perplex aus, die Dame. Was löst er sich hier vor meinen Augen in Luft auf? Aber so wie außer ist es ihr bestimmt schon öfter mal passiert. Oh Gott, jetzt Link aber oberflächlich. Mensch, Link, warum bist du so oberflächlich? Na gut, er steht halt nur auf, na, er ist verwöhnt. Er steht halt auf Prinzessin Zelda ausschließlich. Das ist seine Traumfrau. Auch wenn sie ihm nicht immer wohlgesonnen war. Lüftet hier, ist nicht, dass es so lüftet, das hier ist. Ja, einmal will ich noch probieren, an das Horn jetzt zu kommen. Das wäre schon cool. War der ganze Zirkus hier nicht ganz umsonst. Hier war das, ne? Müssen diesmal nur rechtzeitig anfangen zu schießen. Hab nur so wenig Holzpfeile, habe ich festgestellt, ne? Irgendwie komisch aus. Der Wasserfall. Da sieht es so gemächlich aus, so langsam, ne? Aber in Wirklichkeit ist das wahnsinnig schnell, ne? Weil er so groß ist. Fällt das nicht so auf. Ist ja beim Flugzeug auch so, ne? Wenn man das von Weitem sieht, so, ach, das fliegt aber langsam, denkt man sich da. In Wirklichkeit hat es vielleicht fast 900 Sachen drauf.
Aber da das so groß ist, ne, sieht das langsam aus. Und dann kommen ja noch die Regeln der Perspektive dazu und so weiter und so fort. Ah, die Raumstation, die bewegt sich sehr schnell. Ne? Habt ihr die schon mal gesehen eigentlich? Die Raumstation? Die ISS? Soll ich schon mal anfangen zu schießen, glaube ich. Irgendwas habe ich getroffen, ne? Das hat sich so angehört. Oh, das ist runtergefallen. Ich glaube, das können wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ich kann eh nur einen Teil treffen. So, Durchgang. Eine Klaue haben wir. Ja, wir nehmen hier so nach und nach auseinander, würde ich mal sagen. Ich will noch einmal noch ein Horn haben. Komm. Gut, es geht ja schnell. Zack. Gucken wir gleich nochmal nach der Zeit. Die vergeht ja hier unheimlich schnell im Spiel. Oh, das ist schon wieder 21 Minuten rum. Ne? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Boah. Nichts gemacht, nur auf dieses Biest geschossen. Eieiei. Ja, also Stück für Stück. Irgendwann kriegen wir die Organe, die Leber, den Magen vielleicht. Ne? Und sämtlichen Inhalten. Vielleicht frisst der vorzugsweise Diamanten. Wäre auch geil. Hat sich das Diamantenproblem erledigt. Aber ich denke mal nicht. Nur die äußeren Körperteile. Na, Körperteile sind es ja nicht mal. Sehr schön. So. Dahin. Ein Licht kriegt ein bisschen los. Ja, es ist ja ein bisschen wärmer geworden in Deutschland. Nach den Minusgraden kommt dann jetzt richtig, ja, schon frühlingshaft vor. Ne? Das geht immer so rapide, finde ich. Also, es sind nur wieder 20 Grad Temperaturunterschied. Erst waren minus 10 Grad, jetzt sind plus 10 Grad. Das ist doch nicht normal. Also kommt es jetzt zumindest vor. Ganz so warm ist es natürlich nicht, aber da kommt ja noch die gefühlte. Das ist natürlich doof, dass jetzt Blitz donnert und aus Gründen, ne? Da nutzt eben die Rüstung auch nichts, wenn man die Waffen angelegt hat. Die sind leider nicht isolierend abgelegt. Aber dafür die Rüstung kann nichts passieren. Dann, wenn sich das Vieh nähert, dann hole ich einfach den Bogen raus. Das dauert ja doch eine Weile, bevor man getroffen wird. Ne? Das kündigt sich ja rechtzeitig an. Da ist er auch schon wieder. Und das Wetter wird schon besser, oder? Ah, sieht so aus. Es sieht weg. Die Sonne kommt raus. So muss es sein. Nee, jetzt kommt es wieder, hä? War kurz weg, jetzt ist es wieder da. Oder war es erst da oben und jetzt... okay. Ich hasse Gewitter. Also in dem Spiel hier ja. In echt, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, liebe ich Gewitter. Also ich, nicht auf dem Feld oder so, ne, stehenderweise. Das solltet ihr vermeiden. Da seid ihr natürlich dann der höchste Punkt. Das haben wir ja gelernt, ne, schon im Kindergarten. Da schlägt natürlich immer der Blitz ein, ne, am höchsten Punkt. Und auf dem Feld seid ihr nochmal der höchste Punkt. In der Regel. Gut, vielleicht steht noch ein Baum da. Glaubt es mir mal, das Risiko ist es nicht wert. So, jetzt kann ich ihn, glaube ich, schon auswählen. Ha, hier wäre der Holzbogen eigentlich praktisch gewesen, ne? Fällt mir gerade ein. Da ich mal wieder ganz formidabel hinbekommen, ne? Ich sehe gar nichts.
War die Ausdauer jetzt weg, oder? Kann sein. Nee, komm. Schalt ab. Wir haben ihn einmal getroffen. Oh, das liegt ja hier schon. So lange gespielt. Das ist nur eine Schuppe, leider. Nur eine Schuppe, kein Horn. Weil das war unter widrigsten Umständen. Finde ich ja lustig. Durch den Wind, ne? Der sie gibt. Ganz klar vom Wind. Ganz stark vom Wind manipuliert. Oder beeinträchtigt. Wie man gesehen hat. Sehr lustig. Hätte ich nicht gedacht. Naja, immerhin noch einen Fußnagel von dem Biest bekommen, aber ich hätte gern noch ein Hornteil. Ich dachte, eins würde ausreichen. Nein, man braucht zwei. Das kriegt man nicht schon so schwer, ja? Ah, ist das ärgerlich. Man kann das Vieh offenbar nur einmal wirklich effektiv treffen und dann nicht mehr. Also, ballert einfach nicht mehrmals auf das Biest, das bringt wohl nichts. Also so in meiner Wahrnehmung aktuell auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr da was anderes erlebt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommis natürlich schreiben. Na, da bin ich natürlich immer für offen. Ganz klar, das sind für mich keine Spoiler in dem Moment. Na, wenn es, weil ich habe das Vieh nun entdeckt, ne? Jetzt will ich einfach nur wissen, wie man diese Bestandteile möglichst effektiv farmen kann. Oh, ein Regenbogen, ne? Wunderbar. Also, hier hat es auch geregnet. Ja, stimmt, da muss das Gewitter, ja, das ist scheinbar von Süden gekommen, ne? Zieht in Richtung Norden, dann macht das natürlich Sinn. Cool, ihr habt einen richtigen Wetterverlauf, ja, ist ja verrückt. Ja, ihr nimmt alles so ein bisschen Einfluss auf die Welt. Also, vieles ist einem gar nicht so gewahr, ja, was sich hier noch so im Hintergrund abspielt. Algorithmen. Das ist nicht wenig. Also das Spiel ist hardwaremäßig sehr anfordernd. Also mit hoher Anforderung. So. Sehr fordernd, das würde ich sagen. Hat die Wii eigentlich damals voll ausgereizt. Der Switch, oh, naja. Da läuft es eigentlich ganz gut. Ich meine, es läuft ja auch super auf der Wii U, kann man jetzt nicht sagen. Ne? Sag mal Wii, ne? Ich meine natürlich die Wii U. Auf der Wii läuft das nicht. Vergesst das, Leute. Das läuft wirklich nur auf der, ab der Wii U. Das heißt ab der Wii U. Es läuft, na, zumindest die DVD-Variante läuft ausschließlich auf der Wii U. Denn die Switch ist ja nicht mehr abwärtskompatibel in Ermangelung eines DVD-Laufwerkes. Denn sie besitzt nur so einen kleinen Kartenslot. Was ich eigentlich ganz cool finde, ne? Das sind gar nicht mal so schlechte Dinge. Es gibt wieder Module, wenn man so will. Aber die sind halt heute ein bisschen kleiner als damals, ne? Da sieht man, wie sich die Technik verändert hat. Ich möchte mal wissen, wie ich das Horn treffen kann. Nein! Warum kann ich den? Ach, den habe ich gar nicht ausgewählt. Na stimmt, durch das Gewitter. Ich hasse Gewitter. Ich glaube, ich hab's. Probier's nochmal, aber ich glaube, ich kann wirklich nur eins. Jo. Irgendwie habe ich dann anscheinend keine Ausdauer mehr und lande dann im Wasser. Abgefallenes Teil, ja. Also das muss das Horn gewesen sein. Also jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Es war auch sehr gut zu treffen, also hier ist... Jo, ist es auch. Ha, wir haben's! Wir haben's, Leute! Schnellster Fee. Das war gar nicht lange. Diese komische Musik. Ach so, wegen dem Fieder, wegen dem Oktarok. Der ballert schon eine halbe Stunde auf mich, aber jetzt setzt er erst die Kampfmusik ein.
Wunderbar. Octorok, Octorok, nee, Octorok oder Octorok, wie heißen die Biester? Naja, klingt ja sehr ähnlich. Ich glaube Octorok. Von Octopus. Ne? Das ist ja nicht Octopus, sondern Octopus. Nehme ich mal stark an. Deswegen Octorok. Octorok. Haben wir es denn bald? So, große Fee, jetzt möchte ich dir was sagen. Hast du ja noch nicht genug? Ja, ja. Ertrunken. Finde ich so lustig. Nicht, dass er ertrunken wäre, aber die Tatsache, dass er da in einem Teich lebt. So, welcher war. Achso, das war das Reckengewand, ne? Yeah, wir können es endlich aufwerten. Das gehört so, ne? Wir sind ja der Recke und insofern. Ja. Na, der Kuss ist doch noch harmlos, ne? Sogar ein Corona-kompatibler Kuss. Und wieder ein Meisterwerk. Noch etwas? Lieber nicht, oder? Doch. Nee. Die anderen Teile brauche ich leider noch. Achso. Ich wollte ja mal gucken, was das Reckengewand jetzt braucht. Jetzt braucht es bestimmt 3 oder so. Ja. Schon wieder. Dann musst du auf dich aufpassen, Mädel. Ist doch nicht mehr die Allerjüngste. Das Reckengewand ist jetzt gar nicht mehr hier. Ja. Ist das ausgemixt jetzt? Ist gar nicht mehr aufgeführt hier. Nö, hier ist es noch. Ja. Ach, jetzt. Ach, man braucht von allen Drachen anscheinend die Splitter. Dann kann man es aus. Oh, ah, guckt mal an. Das ist gar nicht mal so schwach. Neidra. Hornsplitter. Ja, wo Neidra ist, keine Ahnung. Den Spot müsste ich erstmal ausfindig machen. Ja, hier brauchen wir die Diamanten, ne? Diamonds and Chain. Oh, ja. Das wollte ich ja nur wissen. Jetzt brauchen wir von einem anderen Vieh. Das ist also kein Frerodra-Teil. Man braucht wirklich von allen. Vielleicht wird es dann am Ende auch die stärkste Rüstung, würde ich mal sagen, ne? Weil die Ritterrüstung, Hä? Wie? 20 zu 36? Wir stehen, da steht 28. Ach so. Vielleicht in Kombination, ne? Wenn man das jetzt ausziehen. Ja, das ist der gesamte Rüstwert, ja. Okay. Jetzt verstehe ich's. Ja, da ist bei 28 Schluss, ne? Bei der Ritterrüstung, sag ich mal so, ne? Und das Reckengewand, das fängt dann erst an. Wo ist es denn jetzt vor Schreck? Wo ist dem Recken sein Gewand? Hier. Also wird jetzt sogar abgewertet. Ja, na gut, wenn wir es anziehen würden. Ne? Das ist jetzt der Vergleich. Ja, das ist jetzt erst bei 14. Aber beim nächsten Mal schon auf 22. Bei der nächsten Steigerung. Und das ist ja ausgemixt hier schon, die Rüstung. Die können wir nicht mehr weiter ausbauen, heißt das. Hätte ich schon Bock drauf, ehrlich gesagt. Das wird dann die krasseste Rüstung, ich mal meine. 22, wer weiß, dann ist es bei über 30 oder so. Also krasser als die Ritterrüstung. Ritterrüstung, also heißt es ja nicht, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Diese metallene Rüstung halt, die ich gerade trage halt. Wie heißt die denn? Hab ich gar nicht drauf geachtet, Leute. Tut mir leid. Hylia-Rüstung, genau. Okay. Puh, ja, wo die anderen Drachen sind, ich habe die ja schon dann und wann mal gesehen von weitem, aber. Ja, muss halt nur den Weg nachverfolgen, ne? Das war aber auch mein Glücksfall. Ich dachte, die würden sich in einem bestimmten Gebiet nur aufhalten, aber nee, die fliegen ja hier quer durch die ganze Welt. So, wow, es fängt nochmal an zu regnen, dann muss ich sehen, was ich dann trage an Rüstung. Aber da kann man sich ja hier individuell an die Gegebenheiten anpassen, ne? Also Leute, dann würde ich aber erstmal Schluss machen mit der Folge. Also bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.